Die ersten 14 Tage ist unser kleiner Wuff nun bei uns. Die Tage sind natürlich Regen und Sonnenschein zugleich für den Hund. Viele tolle neue Momente mit seinem neuen Herli und seinen neuen Spielkameraden, die jetzt seine Welpenkollegen und seine Mama ersetzen müssen. Und zeitgleich auch der Trennungsschmerz von all dem Gewohnten, von seinen kleinen Geschwistern. Ja, was hat sich jetzt die ersten 14 Tage hier getan? Es war natürlich viel Arbeit, erstmal alles für den Hund mit herzurichten. So haben wir jetzt den Garten hundesicher machen müssen. Auch wenn es da noch die ein oder andere Lücke zum Ausbessern gibt. Genauso für den Transport haben wir noch eine schöne Kiste bauen müssen. Natürlich sind wir auch fleißig am Trainieren. Biene, hierher! Ja, fein ist er! Ja, fein ist er! Ja, so ist er feiner Hund, ein ganzer feiner ist er! Auch die ersten Futterschleppen haben wir schon versucht. Aber das geht noch ein bisschen zart. So fretten wir uns Tag für Tag durch. Es ist für uns alle eine neue, ungewohnte Situation wieder. Auch wenn man schon Erfahrung mit Hunden hat, ist es doch jetzt mal was anderes. Nicht jeder Hund ist gleich. Und so arbeiten wir jeden Tag, dass wir ein gutes Team zusammenfinden. Ja, wenn es euch interessiert, dann werde ich immer wieder mal Updates geben und euch auf dem Laufenden halten, vielleicht auch die ein oder andere Übung oder Aufgabe, die wir zusammen meistern, mitfilmen. Und dann werden wir das Kind schon groß kriegen. Fein ist er. Sitz, sitz. So ist er fein. In diesem Sinne, euch allen Weibmanns Heil, allen Brocken für einen Brockenheil. Macht es gut. Bis die Tage. Servus.